Please welcome in the ring, here's a Foad Sadeghi. Please welcome in the ring, the people. This is a Foad Sadeghi. Rising up back on the street, do my time, do my chances. Well, the distance now, I'm back on my feet, just a man. K1 über 3x3 Minuten in der Gewichtsklasse bis 72,5 Kilogramm. Seconds out, ring frei zur ersten Runde. This is round one. Thank you.
seconds. Coaches on, please. Ring flags on. Zweite Runde. This is round two. Zweite Runde. Blauäge! Foad! Sadeghi! Ja, ladies and gentlemen, der wir den Herrn Dr. Wursek ganz kurz zu uns bitten, der bei uns im Publikum weilt. Mittlerweile braucht man nicht nur sagen, dass er ein Doktor ist, sondern ich darf eines sagen. Mir ist es bekannt worden, dass der Dr. Wurs einen Kampf macht. Da habe ich mir gedacht, na, das wird wahrscheinlich sicher so irgendeine Promi-Partie werden. Dann habe ich den Kampf gesehen. Der Bursch hat so hart gekämpft. Wirklich, so hart gekämpft. Wirklich, ich muss sagen, Gratulation, meine Hochachtung, weil das muss man sich mal trauen. Weil die Hände, wenn die nicht in Ordnung werden, und ich glaube, Sie wissen jetzt, worum es da drinnen geht, gell? Ich weiß, worum es geht. Es geht um meine größten Wünsche, schon seit langem, eine Sache, die schon lange ansteht. Fort. Ja, ich glaube, das war wirklich der Husan-Reden, muss ich sagen. Großes Kompliment an den Kampf, großes Kompliment an Sie. Meine Damen und Herren, Sieger Herr Dr. Wursek, Sieger Foad Sadeghi, bitte um die Übergabe. Pokal, bitte. Ja. Janusz, I think you've done the right thing, you stay back, don't hurt yourself, it's better you keep up your health. And so the next time, maybe you make a revenge with Foad. We'll see soon. Thank you very much for this fight, Janusz. Thank you for the Hungarian team to join with us this night. Okay, Foad, danke für die netten Minuten. Danke, Dr. Wursek. Das und das, der wird immer. Jetzt wird es aber dann fast zu dünn bald, gell? Jetzt, das ist, ja, jetzt geht er dann. Eigentlich müsste man ohne Level sehen, wie ausschaut, gell? Aber da kannst du Schwulmusik spielen da hinten, wenn du willst.